Herzlich willkommen zum Wochenrückblick der Handelswoche vom 18. Juni bis Freitag, den 22. Juni. Ja, es war eigentlich im Groben und Ganzen eine sehr, sehr gute Woche wieder, aber wir sind diese Woche zweimal in einen Hedge gekommen, einmal in dem Bereich Blue Box, im Blue Box Trade und einmal im Big Number Trade. Den Big Number Trade, der läuft noch, den haben wir noch nicht geschlossen, und den Blue Box Trade, den haben wir geschlossen, klassisch, und haben trotzdem mit dem Blue Box Trade mit dem Verlust auf Tagesbasis 0,5 noch verdient, weil wir den direkt nach dem vierten Jahr geschlossen haben, und es bleibt dann aber eine offene Position im DAX, die wir dann gleich nochmal besprechen werden, wie denn da auch der Fahrplan ist. Und wir haben British Pfund Yen, ein Swing Trade auch am Laufen. Wir starten und gehen einmal die gesamten DAX Trades durch für die Woche und fangen an mit den Eröffnungstrade DAX am 18. Ich, haben wir direkt hier bei der Markteröffnung im ersten abgeschlossen. Dann haben wir diese Box nochmal getradet. Zweites Trade, dritter Trade. Dann haben wir hier um diese Linie ein Big Number Trade gemacht in Gewinn. Dann nochmal ein Big Number Trade hier in den Gewinn. Dann hier nochmal 1, 2 Trades getätigt. 3, 4, 5 Trades allein am Montag hier im DAX, da war die Vola wirklich richtig, richtig gut. Dann haben wir noch einen Blue Box Trade gemacht im DAX am Montag, der ist dann auch hier in den TP gelaufen. So, und dann gehen wir direkt in den 19. rein. Also Dienstag, der 19. und starten mit dem klassischen Box Trade. Und hier sehen wir, dass wir beim Eröffnungstrade Open Range Breakout im zweiten in den Gewinn gelaufen ist, erst oben und dann der zweite hier sehr schön gesehen zu sehen, den Ausbruch getätigt. Dann haben wir nochmal zwei Trades um die Big Number gemacht. Den dritten Trade auch hier um die Big Number. Eröffnungszeit war hier 10:05 Uhr. Auch hier den Trade in den TP gebracht. Ich schaue jetzt nochmal nach, ob wir dann noch ein Big Number Trade hier haben. Nein, alles, also Vormittag hat sich hier abgespielt. Dann haben wir einen Swing Trade im DAX am 19. bzw. am 20. in den Gewinn gebracht im DAX. So, ein klassischer Swing-Tag-Strategie-Trade im DAX. Hier sind wir short gegangen und wir sehen, wir hätten noch mehr mitnehmen können. Plus 0,25% hier im DAX am dann 20. Nächster Markt ist dann wieder der Eröffnungstrade. Dann mit Orange gezeichnet, auch Trade Nummer 1 direkt in den Gewinn gelaufen. Dann haben wir den Big Number Trade hier auch in den TP gebracht. Und haben dann am Nachmittag hier, wir sehen es auch hier nochmal, ein Big Number Trade getätigt. Wechseln wir in den 21. So, am 21. sehen wir den Eröffnungstrade direkt in den TP gelaufen und dann sehen wir hier gleich die Blue Boxen. Denn hier sehr uneinheitlich war 1, 2, 3, 4. Beim 5. sehen wir, wäre der Trade hier rausgegangen. Ja, aber wir haben dann die Position geschlossen und ein Minus von 2% hinnehmen müssen. Und das nun hier, also diesen Verlusttrade haben wir komplett für diese Woche auch kompensiert. Das passiert immer mal wieder, aber das gehört auch zum Traden hier mit dazu. Dann am 22. den Eröffnungstrade. 22. den Eröffnungstrade, ein Trade direkt mit ersten Trade in den Gewinn gelaufen, dann der zweite Trade hier, Big Number Trade, auch in den TP
gelaufen und wir sind immer noch im DAX. Und dann haben wir einen MT3-Trade mit plus 0,25. Wir am Freitag reingegangen sind, ein Short-Trade hier und dort sind wir raus, plus 0,25%. Das waren die DAX-Trades, also einige DAX-Trades, und an dem einen Tag mit der Blue Box hat er gezappelt und wir hätten ihn bis zum 5. laufen lassen können. Dann die Luft haben wir, dann wäre der Trade in den TP gewonnen. Aber hätte, wenn und aber. Regelwerk sagt, 4. Trade, Schluss, aus, vorbei. Nächster Trade, Dow Jones, haben wir letzte Woche getradet und den sehr erfolgreich. Dow Jones, der uns vor einigen Wochen hier am 30. Mai, also im letzten Monat, dieses Fehlsignal geliefert hat, habe ich gesagt, wir holen uns das wieder zurück. Wir haben hier Short-Sonne und dort perfekt einen Ausstieg gefunden, über ein halbes Prozent an diesem Trade verdient. Der nächste Markt, den ich hier habe, ist Euro-Yen, MT3, auch hier ein etwas größerer Gewinn. Ein Long-Trade, MT3 ist in den TP gelaufen. Dann gehen wir in die Blue Box und bleiben bei dem Währungspaar Euro-Yen. Dort habe ich am 20. Trade Nummer 2 hier in den Gewinn gebracht. Dann haben wir im Euro-Yen am 21. ein Trade. Wir sehen es hier in den Gewinn gebracht. Die Box war in diesem Bereich. Und dann wechseln wir auch direkt in das Währungspaar Euro-Dollar-Blue-Box. Und direkt am 18. Blue Box Trade in den TP gelaufen im Euro-Dollar. Der nächste ist dann am 20. im 2. 1-2 in den Gewinn gelaufen, Euro-Dollar. Und dann sind wir schon beim nächsten Markt. Britisch und Kanadisch Dollar Swing Trade. Auch hier plus 0,25. Sonne Re-Entry plus 0,25. Auch hier wäre mehr drin gewesen. Britisch Pfund Yen. Das Biest ist hier in den TP gelaufen. Der nächste Markt ist British Pfund US-Dollar. British Pfund US-Dollar am 18., also ab Montag auch, dieser Markt hier in den TP gelaufen. Und jetzt kommen wir zum meinem Lieblingsmarkt USD-Kanadisch-Dollar. Und wir sehen hier Trade Nummer 2. Dann haben wir USD-Kanadisch-Dollar im ersten Trade hier in Gewinn gebracht. Am 20. und am 22. auch hier im ersten in den Gewinn gebracht. Also gute Trefferquote hier in diesem Markt, hätten wir sicherlich noch mehr traden können. Der letzte Markt ist USD Japanisch Yen. Und auch den haben wir abgeschlossen mit Gewinn. Also summa summarum, bis auf die natürlich die beiden Hedge-Positionen, sowas kann aber immer wieder passieren, haben wir die Hedge-Position für Blue Box direkt kompensiert, haben mit einem Plus von 0,5, 0,6% hier den Live-Trading-Raum geschlossen und ich freue mich auf nächste Woche. Schöne Bewegung aktuell in den Märkten und gucken, dass wir da den Hedge auflösen und dass wir gute Trades hier erwischen.